Willkommen zurück bei Ultima 7, die Schlangeninsel. Ich bin nochmal meine Aufzeichnungen durchgegangen und ich weiß, warum es nicht funktioniert, dass es hier weitergeht. Uns fehlt noch ein Element und zwar die Rotulunthia. Und zwar hat sie uns ja ganz am Anfang durch ihren Druiden einen Scroll zukommen lassen. Feuerring, der ist es bestimmt nicht. Der ist es. Seid gegrüßt, Gast aus einem anderen Land. Ich spreche mit euch durch diese magische Schriftrolle. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Furcht, der Avatar hat keine Angst vor Magie. Aber alle Barbaren fürchten die Zauberei. Oha, sei still, diese Hexe kann euch durch die Schriftrolle hören. Wer hat das gesagt? Diejenigen, die Rotulunthia, die rote Zauberin, verspotten, sind dem Tode nah. Aha, das ist also Rotulunthia, die rote Zauberin. Gut. Dann, ich habe keine Angst. Ihr überrascht mich. Die meisten Gewöhnlichen fürchten sich vor der Zauberei. Ich bin aber kein Gewöhnlicher. Ihr kommt wahrhaftig aus einem fernen Land, wenn ihr einen solchen Begriff nicht kennt. Die Welt ist in zwei Arten von Menschen geteilt. Diejenigen, die mit Magie umgehen können und einfache Leute. Solche wie ihr und eure Begleitung sind bekannt als die Gewöhnlichen. Okay, und du kannst Magie, ja? Ich bin die mächtigste Magierin in dieser Stadt und ich könnte euch viele Dinge beibringen, wenn ihr nur nicht so gewöhnlich wärt. Okay, pass auf. Was sagen die da? Ihr redet wirklich zu viel, Iolo. Ihr seid kein Magier, sonst hätte ich eure Kräfte schon längst erspürt. Oder vielleicht vermögt ihr eure Kräfte vor mir zu verbergen? Höchst interessant. Aber du gehörst zum Rat, meine Gute. Mein Diener hat euch also gesagt, dass ich im Rat der Magier sitze? Vielleicht sollte ich ihn demontieren, um sein loses Mundwerk zu richten. Es ist in der Tat so, dass ich eine von den Dreien bin, die diese Stadt regieren, zusammen mit Gustachio, dem Klapprigen, und diesem wollüstigen Wüstling Filberthio. Ja, okay. Filberthio? Ja, lebt wohl. Nicht so schnell. Ihr solltet wissen, dass ich mit eurem Verbündeten getroffen habe. Den fetten und abscheulichen Weisen mit Lahm Batlin. Moment, das ist nicht mein Verbündeter. Einspruch. Er reiste mit einem Dämon namens Palos. Ah, ein Gargoyle. Woher hat Bartlin diese Macht? Wenn ich diese Macht hätte, könnte ich die Schlangeninsel regieren. Verratet mir das Geheimnis der Kontrolle des Dämonenvolkes und ich werde euch mit unvorstellbarer Macht belohnen. Das Geheimnis ist Friedfertigkeit. Man redet mit den Dämonen. Das habe ich in Teil 6 von Ultigema gemacht. Der falsche Prophet, da haben wir uns versöhnt. Aber dir werde ich das nicht verraten. Ich werde euch wieder kontaktieren, wenn ihr hoffentlich aufgeschlossen für meine Angebote sein werdet. Adieu. Alles klar. Ist die Schriftrolle jetzt weg? Ja. Gut. Oh, warte mal. Kann ich die Pfeile jetzt bei mir da reinschmeißen? Passt nicht. Weißt du was? Wir werden... Falsche... Ich werde mal... meine Taschen ausleeren. Ich schleppe wieder zu viel Krempel mit mir rum. Und ich habe ja hier nicht umsonst ein Lager angelegt. So, die Pfeile hier zum Beispiel können weg. Dann habe ich hier eine Rüstung. Und Handschuhe. Nein, die will ich doch gar nicht. Ich will die Pfeile haben. Genau, das sind nämlich Schlangenpfeile. So, dafür kann ich die magischen Pfeile einstecken. Oh, da sind noch mehr magische Pfeile.
So, jetzt ziehst du mal deine Rüstung wieder an. Und Nummer 2. Du hast nämlich Berstpfeile bei. Nee, magische Pfeile bei. So, da sind die Berstpfeile. Die kommen weg. Den magischen Scroll bekomme ich. Genau, der kommt da rein. Flasche kommt weg. Magische Pfeile. So. Jetzt kannst du nämlich das Zeug hier einstecken und kannst den magischen Bogen benutzen mit 90 Pfeilen. So, Nummer 3. Genau, du hast nämlich viel zu viel Gold mit. Ich würde dich gerne mal fragen, ob du zu schwer. Ja gut, das Einzige, was du bei hast, sind ja die Dinger hier. Und Gold. Reicht das? Immer noch zu schwer. Du hast doch gar nichts mehr bei. Doch, hier, oh ja, hier, jede Menge Gold. So. Reicht das jetzt? Ja! Sehr gut. Das heißt, du kannst das hier einpacken, kannst die Armbrust zur Hand nehmen und kannst die Dinger essen. So. Und du hast... Genau, Berstpfeile bei. Und wenn ich dir jetzt magische Pfeile gebe... 9 sind zu wenig. Pass mal auf, schmeiß mal einen Teil von dem Geld weg. So. Jetzt kannst du nämlich die Pfeile nehmen. So, die packst du weg. Nö. Ach so, geht ja gar nicht. So. So, wie viele Pfeile hast du jetzt hier? 100. Sehr gut. Und jetzt kann ich den magischen Scroll nehmen. Und zwar den da. Und die Handschuhe. Ja gut, das Geld auch. Und die Handschuhe bleiben hier. Okay. Sieht doch schon besser aus. So. Gut, Wurmherzen. Ah, genau, der Fangzahn. Okay. Und jetzt, wo wir, waren wir hier schon drin gewesen? Ah ja, richtig. Hier waren wir schon gewesen. Und da sind wir da oben nicht reingekommen. Warum eigentlich nicht? Gab es hier nicht einen Schlüssel dazu? Da ist kein Schlüssel. Auch kein Schlüssel. Auch kein Schlüssel. Doch, ein Hebel. Nee, ein Schlüssel. Na komm schon. Ja, Schlüssel. Auf und so.
Guten Morgen. Oh, könntest du bitte rausgehen? Ha. So. Mal gucken. Hat irgendeiner von euch noch was Unmagisches an? Plattenbeinlinge. So. Und ich bin magisch. Gepanzerte Stiefel. Oh, warte mal. Hat irgendeiner von euch noch... Nee, gut. Gepanzerte Stiefel, dann ziehst du die an. Was haben wir denn hier? Ein Glasschwert. Das packe ich ein. Ich habe nämlich gehört, die sind sehr gut. Passt nicht? Natürlich. Und wie das passt? Mist. Dann passt das bei dir? Ja. Schwert der Verteidigung. Nehmen wir auch mit. Eine magische Axt. Warte mal, hat einer von euch noch eine normale Waffe bei? Oh. Du hast Erinos Axt. Und du hast, genau. Du hast ein normales Schwert. Das legen wir ab. Und dann kriegst du von mir das Schwert der Verteidigung. Wem habe ich das jetzt gerade gegeben? Oder warte, du kriegst die magische Axt. Na, sag mal. So. Wem hatte ich denn das jetzt gegeben, ihr habt? Nichts, nichts. Genau, hier. So. Und du hast... Genau, du hast überhaupt keine Waffe gehabt. Du nimmst mal das Schwert mit. Und die 100 Pfeile packst du mal ein? Genau, wenn Yolo die braucht... Dann nehmen wir sie mit. So, und jetzt raus hier. Schwupp, weg sind wir. Hä? Ich will die Treppe hochgehen. So, aber eigentlich waren wir jetzt auf dem Weg... Och nein. So, jetzt. Und zwar waren wir auf dem Weg, um mit ihm hier zu reden. Oh, warte. Erstmal reden wir mit ihr. Ich würde Geld wechseln. Ich möchte Gulden haben. Und du bekommst mein Geschmeide. Ja! Meine 5 Geschmeide gehen weg? Nein, wir haben genug Geld. So, und jetzt haben wir das letzte Element gesprochen. Das heißt, kannst du mir jetzt sagen, dass es weitergeht mit euer Versprechen? Ich habe gute Nachrichten für euch, mein Freund. Wie versprochen habe ich für euch ein Treffen mit Magierfürst für Berthio arrangiert. Juhu, es geht weiter! Tatsächlich plant er, ein Bankett zu euren Ehren abzuhalten. Ich bin sicher, dass ihr seine Methode, euch zu rufen, sehr ungewöhnlich finden werdet. Macht einfach mit dem weiter, was ihr zu machen habt. Der Magierfürst wird euch sicher im rechten Moment rufen lassen. Danke. Alles klar. Das ist es, was ich hören wollte? Also hat uns doch das mit dem Zauberscroll weitergeholfen. So, jetzt hatte ich ein bisschen Gold abgegriffen, jetzt muss ich mal gucken, wie viel das war. 52 zu 60.
Genau, dann werde ich nicht ein bisschen von dem Gold wieder abgeben. Schade, dass ich davon nicht 100.000 Zaubersprüche kaufen kann. Aber das wird wahrscheinlich kommen, sobald jetzt ich das Zauberbuch habe. Und ich hoffe mal, dem kommen wir jetzt langsam näher. Dann können wir nämlich bei ihr auch die ganzen, trink mal einen Schluck, die ganzen Goldklumpen verkaufen. Was nu? Oh. Oh, ich dachte jetzt, das wäre ein Absturz gewesen. Oh, wer ist... Ach, das müsste für Bertha sein, genau. Bitte nehmt Platz. Wir haben auf euch gewartet. Ich bin der Magier fürs Verberthio. Gestattet mir, euch alle anderen vorzustellen. Zuerst meine Kollegen vom Rat der Magier. Adept Gustathio. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, mein Lord. Wir haben euch zwar gegen euren Willen hierher gebracht, aber nur, damit wir euch kennenlernen können. Es steht euch frei zu gehen, sobald dieses Abendessen beendet ist. Ganz recht, Gustathio. Und hier ist Adeptin Rotulunthia, die ihr, wie ich glaube, bereits kennengelernt habt. Genau. Rotulunthia. Die mit dem magischen Scroll. Für Berthio mangelt es nie an gesellschaftlichen Umgangsformen, mein Lord. Wenn er jetzt nur noch den Problemen von Moonshade so viel Aufmerksamkeit widmen würde, wie seine Mätressen. Ach, apropos. Ebenfalls anwesend als meine charmante Abendbegleitung, die liebreizende Frigidazzi. Sie ist ebenfalls Magierin. Frigidazzi war doch die mit dem Frost, wa? Seid uns willkommen. Diese verfluchten Teleportstürme haben uns das Reisen so schwer gemacht, dass wir derzeit völlig isoliert sind. Es hat all irritiert und so tut es gut, ein neues Gesicht zu sehen. Werte Magier, dies ist der Gast aus einem fernen Land, dessen Ankunft in unseren Beschwörungen vorhergesagt wurde. Vorhergesagt? Könnt ihr für die Stürme verantwortlich sein, die das Land heimsuchen? Oder für die zunehmende Absonderlichkeit, die unsere Zauberei behindern? Ich hoffe wirklich, meine Liebe, dass er die Lösung unserer Probleme ist und nicht deren Ursache. Ihr seid ein Narr, Magierfürst. Unser Gast ist ganz sicher ein Faktor in den übernatürlichen Turbulenzen, die unsere Welt bedrohen. Wir sollten ihn gleich befragen. Was? Moment! Hey, halt! Klick! Wie könnt ihr es wagen? Hört zu, Rotulunthia. Unser Besuch mag Geheimnisse haben, wie wir alle. Aber ich werde es nicht dulden, einen Gast des Rates wie einen Kriminellen zu behandeln. Ihr wagt es, meine Zauber zu stören. Magierfürst, ich verlange, dass ihr diesen Magier zurechtweist. Meine Liebe, beruhigt euch bitte. Vielleicht wird sich unser Besucher uns allen auch ohne Gewaltanwendung erklären. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann ist es, von kleinkarierten Politikern behindert zu werden. Ihr seid auch nicht mehr der Mann, der ihr mal wart, Filberfio. Ich wünsche euch allen ein angenehmes Abendessen. Mir ist der Appetit vergangen und ich gehe jetzt. Aber denkt an meine Worte. Ich werde meinen Willen bekommen. Boah, was ist das für eine? Ha! Gehabt euch wohl, Hexe. Und wenn man bedenkt, dass sie einst eine junge und schöne Zauberin war, bevor sie durch ihren Ehrgeiz kaltblütig und herzlos wurde. Was zum Geier? Verzeiht mir, Magierfürst Verberthio, aber ich habe euch etwas zu berichten, das keinen Aufschub duldet. Ich bedauere, euch darüber informieren zu müssen, dass meine Versuche, das Reagenz Blutmus für euch zu finden, fehlgeschlagen sind. Porthos, ich sollte euch in den Kerker werfen und die Ratten von euren Kadaver fressen lassen. Liebe Gäste, ich fürchte, dass ich dieses angenehme Mahl vertagen muss. Angenehmes Mahl? Porthos und ich müssen unter vier Augen über wichtige Staatsangelegenheiten sprechen. Ich danke euch allen für euer Kommen. Bitte entschuldigt uns. Fupp, weg sind sie. Was war denn das jetzt? Angenehmes Mahl? Okay. Also können wir jetzt gehen. Ja, können wir. Was haben wir hier? Ein Schlüssel? Da komme ich nicht ran. Abgeschlossen. Kein Hebel. Na gut. Ah, hier ist der Empfangsraum.
Kein Hebel. Hier ist auch nichts hinter. Ah, warte mal, hier geht es zu dem Boot, wa? Ja, super. Das ist für Berthes Barkasse. Oh, schade. Ich dachte, die können wir jetzt benutzen. Ist hier ein Hebel hinter? Nein. Da ist einer. Oh. Ba-ba-da-da. Schatztruhen. Leer. Verschlossen. Warte, den können wir abheiern. Dietrich abgebrochen. Auch, oh, da brauchen wir einen Spezialschlüssel für. Okay. Ich würde sagen, passt nicht. Na gut. Klaut die mal einer. Das ist meine Entschädigung für dieses angenehme Mal. Angenehmes Mal. Am Arsch, ey. So. Ah ja, hier kommen wir rein. So. Nix. Nix. Doch. Hier ist was. Zack. Und hier nix. Oh, warte mal. Passt der Schlüssel da? Nein. Der ist nicht am Schlüsselbund. Na gut, dann kriegen wir den irgendwo anders her. Nahrung erschaffen. Cool. Gleich vormerken. Sobald wir das Zauberbuch haben, landet ein Scroll davon. Okay, nichts. Prinzipien der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist einfach ausgedrückt die Studie, wie eine Einheit seine begrenzten Ressourcen am effizientesten einsetzen kann. Ich benutze das Wort Einheit, weil diese Prinzipien in angepasster Form auf verschiedenen Ebenen angewendet werden. Okay. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich mache das nicht. Ich will kein Wirtschaftsstudium hier machen. So, jetzt wollte ich gucken, ob der Schlüssel hier passt. Wenn er schon nicht oben passt. Passt nicht. Doch, passt. Edelstein, als ob ich damit noch was reizen könnte. So, mal gucken, was in den anderen drin ist. Geld. Oh. Feuerschwert. Pass mal auf, nimm du mal noch das Feuerschwert. Okay, und das andere ist eine magische Axt. Ja. Eigentlich können wir mit der nichts anfangen. Ich lasse sie liegen. Meine Leute sind gut ausgerüstet. So. Jetzt werde ich mal schnell meine Spuren verwischen. Wo ist ein Bukio? Die war hier drüben, war. Ja. Guten Morgen, meine Gute. Genau, ich würde gerne Geld wechseln. Natürlich bin ich einverstanden. Ich möchte Guldene von dir haben und du kriegst 4 Goldbarren. Schwupp. Danke. Tschüss. Informationen. Genau, weil wir haben noch einen neuen kennengelernt. Stadtbewohner und ich glaube, er war ein Magier. Da ist er.
Porthos. Porthos ist zurück und sein Laden ist wieder geöffnet. Habt ihr das Gerücht über den Besitzer der Kräuterkammer gehört? Einige sagen, dass er eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem Tollmagier hat. Das finde ich übrigens auch. Sehr gut. Und die anderen kennen wir schon. Jetzt will ich mit dem Tollmagier reden. Nicht mit dem Tollmagier, mit dem Porthos. Wo ist denn der? Na, hier ist er nicht. Welches war das Haus vom Tollmagier? Warum komme ich immer auf Toll? Ja, weil er ihm so ähnlich sieht. Tollmagier. Nein, Porthos. Ist das hier sein Haus? Ja. Guten Morgen, mein Freund. Hör mal. Ja, ich erinnere mich an euch. Ihr wart beim Bankett. Rotulunthia wollt euch töten, habe ich mir sagen lassen. Genau. Willkommen in der Kräuterkammer von Moonshade. Ich bin Porthos. Sehr gut. Ich kann hier was kaufen. Tränke, Reagenzien. Oh, Tränke. Schlafen, Heilung, Licht, Gegengift, Aufwenden, Schutz, Unsichtbarkeit, Heilung. 100 Guldene. Ja. Ich nehme 4 Tränke. Danke. Erstmal nicht. Und jetzt lass uns mal reden. A, du weißt was über die blutende Hand. I, bitte, tut das weg. Ich brauche es mir nicht mehr anzusehen, um euch sagen zu können, dass es das verdammte Produkt der Experimente von Erstem ist. Ist es ein Wunder, dass man ihn den Tollmagier nennt? Alles klar. Erstem suchte nach dem Geheimnis, um Leben zu erschaffen. Ich vermute, dass es ein Versuch ist, um Sterblichkeit zu erlangen. Am Ende fallen sogar Zaubersprüche dem Zahn der Zeit zum Opfer. Leider fielen Erstems Assistenten seinem Streben nach Wissen zum Opfer. Wesel ist dem Unvermeidlichen viel länger entrunden, als ich es erwartet hätte. Wesel. Wesel ist der letzte Assistent von Erstem. Er ist ein grinsender Krüppel, dem ich nicht viel Intelligenz zugetraut hätte. Aber er scheint gerissener zu sein, als selbst Erstem erwartet hat. Okay. Dann würde ich gerne über den Herzstein reden. Die Apparatur. Es ist die Ausrüstung eines Magiers, aber ich erkenne den Stil nicht. Okay. Das kennen wir bereits. Ihr solltet du. Haben wir bereits. Oder besser Topo. Haben wir bereits. Herzstein. Wo habt ihr das her? Nein, wartet, sagt es nicht. Ich will es nicht wissen. Wisst ihr, dass der Besitz dieses Steins verboten ist? Wisst ihr, wie viel gewisse Adepten für das Reagenz bezahlen würden, das mit diesem Stein gewonnen werden kann? Ah ja, und welche Reagenz? Es entsteht blutgleich, wenn es mit einer Menge Blut vermischt wird. Ah, ich verplapper mich. Wenn ihr rituelles Aderlassinstrument habt, was genau genommen ebenfalls verboten ist, müsst ihr einen kleinen Behälter mit Blut füllen. Dann müsst ihr das Blut auf den Herzstein träufeln. Dies produziert den Blutleich, den man für Todeszauber braucht. Ihr müsst sehr vorsichtig sein, es ist sehr mächtig. Und es ist verboten, nehme ich an. Längerer Kontakt mit Herzstein verursacht Wahnsinn, mein Lord. Und die Macht, die das Reagenz in den Händen eines Wahnsinnigen darstellt, ist unvorstellbar. Als Betreiber der Kräuterkammer dürfte ich es euch natürlich abkaufen. Und wisst auch ein oder zwei Abnehmer, die Freigabe haben, es besitzen zu dürfen. Ich könnte euch ein gutes Angebot machen. Sagen wir 120 Guldene. Würdet ihr verkaufen? Nein? Ich werde niemandem sagen, dass ihr Herzstein besitzt, mein Lord. Und ihr solltet ebenso zurückhaltend sein. Okay. Dann geht's noch um dein Geheimnis. Ihr wisst es? Es ist wahr. Ich bin Erstems Sohn. Aus diesem Grund handle ich auch immer noch mit ihm. Auch wenn es verboten ist. Wenn der Rat es wüsste, würde ich sicher verbannt werden. Da ihr es wisst, werde ich euch einen Handel anbieten. Wenn ihr in den Sümpfen südlich von hier etwas Blutmoos für mich holt, werde ich euch sagen, wie ihr meinen Vater kontaktieren könnt. Super, mache ich. Ich glaube, ich habe nämlich Blutmoos. Ja, ihr seid meine Rettung.
Ich werde sehnsüchtig auf eure Rückkehr warten. Sehr gut. Dann tschüss. Folgendes. Ich glaube nämlich, ich habe Blutmoos in meiner Krempelkiste. Lass mich mal bitte raus hier. Und raus hier. Erster Brunnen, zweiter Brunnen. Aber ich würde sagen, unsere Zeit ist um. Das machen wir beim nächsten Mal. Und deshalb sage ich von hier aus, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.